bist du versklavt und du wirst ermordet, wenn du aufgibst. Eines der geilsten Assets, die du in deinem Leben haben kannst. Diesen Sklaven hätte ich gern, dafür bezahle ich dir jetzt 1000 Euro. Du bist mein Sklave und du wirst es auch für immer bleiben. Und wenn du nicht genau das tust, was ich dir sage, verlierst du dein Haus, deine Wohnung, dein Auto. Du kannst dir nichts mehr zu essen kaufen, kein Fernsehen mehr schauen. Also mach lieber, was ich dir sage. Ich erlaube es mir, genau das zu sagen. Warum? Genau so ist es. Wo ist der Unterschied? Vor 200 Jahren gab es Menschen, die mussten Arbeit verrichten und dafür haben sie einen Schlafplatz und Geld bekommen. Was tust du? Du verrichtest Arbeit, dafür bekommst du einen Lohn. Und der einzige Unterschied zu damals ist, dass du das Gefühl hast, dass du selber entscheiden kannst. Dass du das Gefühl von Freiheit hast. Das heißt, es wird dir dauerhaft gezeigt, du bist frei, du kannst alles frei entscheiden und alles ist in deiner Entscheidungsgewalt. Aber in Wirklichkeit bezahlt doch dein Chef dir deine Wohnung, bezahlt dein Chef dir deine Nahrung, bezahlt dein Chef dir dein Auto, dein Fernsehen, all deinen Luxus. Und du weißt ganz genau, wenn ich mich jetzt gegen diesen Chef entscheide oder nicht gut arbeite oder meinen Job nicht ordentlich mache oder meinen Chef unzufrieden mache, dann könntest du bestraft werden. Der droht nämlich dann mit dem Entzug deiner Existenz. Dann ist dein Haus weg, dein Auto weg und so weiter. Das heißt, der einzige Unterschied zur Sklaverei ist doch, dass du heute das Gefühl hast, dass du frei entscheiden darfst. Dass dich auch niemand in den Job zwingt, weil du suchst es dir freiwillig aus. Also es ist nicht so, dass man irgendwo auf den Markt geht als Herrscher oder als Unternehmer und sagt, diesen Sklaven hätte ich gern, dafür bezahle ich dir jetzt 1000 Euro und dann gehört der mir, sondern dass du dich freiwillig bei diesen Menschen bewirbst und sagst, hey, ich möchte gerne für dich arbeiten. Und während ich für dich arbeite, wirst du reicher. Also es gibt ja keinen Angestellten, der Geld produziert und das dann auch bekommt, was er an Geld produziert. By the way, das sollten wir vielleicht so anfangen. Du schneidest fast nur YouTube-Videos, das produziert kein Geld. Dann bräuchte ich dich nicht mehr bezahlen. Das wäre eigentlich ganz geil. Wenn ich zu viel Arbeit habe, dann suche ich mir jemanden, der mir einen Teil dieser Arbeit abnimmt, zu einem geringeren Preis als das, was ich dafür bekomme. Das heißt, der einzige Sinn, jemanden anzustellen, ist es ja, damit der mir Arbeit abnimmt und ich mehr Geld verdienen kann. Jetzt haben wir natürlich die Herausforderung, dass manche Menschen sagen, okay, ich will nicht selbstständig sein, für die dieses Angestellten-Business genau das Richtige ist. Aber trotzdem, prüf mal für dich selber, bist du vielleicht sogar ein Sklave deines Arbeitgebers, weil du nicht die Macht hast, freie Entscheidungen zu treffen. Und ich erlebe das so oft, ich habe letztes Wochenende einen Workshop zum Thema Vision gegeben und da sitzen Menschen und sagen, ich will mein Angestellten-Dasein aufgeben, aber ich kann nicht. Und dann frage ich, wieso kannst du nicht? Bist du versklavt und du wirst ermordet, wenn du aufgibst? Nein. Du hast aber das Gefühl, dass dein ganzes Leben zusammenbricht, dass alles das, was in dieser Welt da ist, zusammenbricht. Warum? Weil du Konsumschulden gemacht hast, weil du in einem Haus wohnst, was nicht dir gehört, weil du in einem Auto fährst, was nicht dir gehört, weil du Fernsehen guckst auf einem Fernseher, der nicht dir gehört, weil dir beigebracht wurde, hey, ist doch 0% Finanzierung, dann ist doch besser, dass du es finanzierst, als dass du dein Geld von der Bank vom Sparbuch nimmst. Ist das wirklich so? Oder bringt es dich nur mehr in eine Abhängigkeit? Mehr in eine Abhängigkeit dieses Systems und mehr in die Abhängigkeit deines Chefs, deines Unternehmers. Und die Frage ist ja, und hey, ganz ehrlich, ich möchte das gar nicht kritisieren, wenn du sagst, hey, ich bin super fein damit, ich habe einen total geilen Chef, die soll es ja auch geben. Und ja, ich habe ja auch Angestellte, weil nicht jeder Mensch sofort selbstständig sein möchte und weil Philipp vielleicht gerade einfach das Geld braucht, aber ich halte mich zumindest mal für fair. Ich habe ein gewisses Maß, wo ich sage, okay, das sind die Aufgaben und dafür kriegst du dein Geld. Und wenn wir einen geilen Super-Deal machen, dann kriegt Philipp entweder neue Technik oder halt zusätzliches Geld oder was auch immer. Also ich versuche da fair zu bleiben und ihn nicht als meinen Sklaven zu behandeln und zu sagen, okay, und wenn du dich falsch verhältst, dann fliegst du hier raus. Sondern, wenn du dich falsch verhältst, dann müssen wir gucken, wie können wir es in der Zukunft besser machen. Und wenn du Unternehmer bist, dann fang mal an, darüber nachzudenken, ob du eigentlich ein Sklaventreiber bist. Und wenn das so ist, dann fang mal an, darüber nachzudenken, wie du für deine Angestellten etwas Gutes tun kannst. Wie du dafür sorgen kannst, dass jeder Angestellte in seine maximale Größe kommt in deinem Unternehmen. Wie du dafür sorgen kannst, dass deine Angestellten sich weiterentwickeln können. Wie du dafür sorgen kannst, dass deine Angestellten nicht aus Angst bei dir arbeiten. Nicht aus Angst davor, dass sie 1000 Euro im Monat nicht mehr haben, sondern dass sie aus der maximalen Freude bei dir arbeiten. Und es ist nicht jeder Mensch da draußen, ist als Selbstständiger geboren. Manche Menschen brauchen diese Sicherheit, jeden Monat 2000 Euro überwiesen zu bekommen. Aber dürfen diese Menschen nicht glücklich sein? Musst du die wie dein Sklave behandeln? Müssen die Angst haben, wenn sie einen Fehler gemacht haben, dass sie bestraft werden? Müssen diese Menschen Angst haben, wenn sie einen Fehler gemacht haben, dass ihre Existenzgrundlage ihnen entzogen wird? Nein. Diese Menschen dürfen glücklich sein. Die dürfen auch in ihrer maximalen Größe sein. Die dürfen auch in ihrer Freude sein. Also fang doch mal an, ein Arbeitgeber zu sein, der diesen Menschen Freude gewährt und die nicht Angst davor haben, dass sie morgen ausgepeitscht werden,
wenn sie irgendwas Falsches machen. So wie es nämlich vor 200 Jahren passiert ist. Und du peitschst halt heute aus mit deinen Worten. Und wenn du Angestellter bist und du bei genau so einem Menschen bist, hey, hier ist die geile Botschaft. Wir sind nicht mehr vor 200 Jahren und du bist kein Sklave. Du gehörst diesem Menschen nicht. Du hast nämlich jetzt genau zwei Möglichkeiten. Du kannst deinen Job kündigen und gehen und dir einen geilen Job suchen bei einem geilen Arbeitgeber. Oder du kannst diesen Job kündigen und dein eigenes Ding aufziehen. Du kannst erstmal selbstständig werden, für dich selbst einstehen. Und bitte nicht dieser Schwachsinnsspruch, selbstständig heißt selbst und ständig. Nein, selbstständig heißt für sich selber einstehen, selber stehend. Ja? Das heißt, du bist für dich selber ständig. Du stehst für dich. Und dann kannst du dein eigenes Business groß machen. Und dann kannst du im nächsten Schritt Unternehmer werden. Und dann kannst du vielleicht Menschen beschäftigen und du kannst es ändern. Und du kannst einen geilen Arbeitsplatz schaffen, wo Menschen sagen, hier will ich sein, hier möchte ich meine Zeit verbringen. Und selbst wenn er mir kein Geld mehr bezahlen würde, würde ich weiter hierbleiben. Und nicht, ich bin in einer Abhängigkeit, weil ich alle meine Kredite bezahlen muss und deswegen muss ich hierbleiben, weil ansonsten meine komplette Existenz weg ist. Und by the way, noch so ein geiler Tipp. Hör bitte auf, Konsumschulden zu machen. Okay, es gibt so Menschen, die brauchen unbedingt ihr Eigenheim, wo sie drin wohnen können. Ich habe kein Eigenheim. Ich wohne zur Miete und habe aber Immobilien, die ich weitervermiete. Es ist eine Philosophiefrage und ich will dir nicht sagen, zieh aus deinem Eigenheim aus. Aber bitte hör auf, lass alle anderen Konsumschulden mal bitte weg. Kauf dir ein Auto, wenn du es dir leisten kannst. Kauf dir einen Fernseher, wenn du ihn dir leisten kannst. Fange an, dieses Geld zu kreieren. Sorg dafür, dass du dieses Geld hast. Mach dir Gedanken, wie kriege ich die 50.000 Euro für mein Auto zusammen? Und auch für dich als Angestellter ist es möglich, mit egal welchem Einkommen etwas zu sparen, etwas Neues zu erschaffen, aus Geld Geld werden zu lassen, Geld zu investieren in Aktien, Geld zu investieren in deine Weiterbildung. Und by the way, eines der geilsten Assets, die du in deinem Leben haben kannst, ist deine Bildung. Scheißegal, ob meine ganzen Aktiendepots morgen auf Null sind. Scheißegal, ob meine Immobilien morgen alle weg sind. Das Wissen, was hier drin ist, kann mir niemand mehr nehmen. Und aus diesem Wissen produziere ich, wenn ich morgen wieder bei Null starten muss, einfach wieder ein neues Imperium. Und wenn das dann wieder weg ist, dann kann ich mit diesem Wissen das nächste gründen. Und das ist das, was du brauchst. Das heißt, investiere in dich, in deine Weiterbildung. Investiere in Assets, in Aktien und so weiter. Es gibt ein geiles Video dazu, vor kurzem veröffentlicht, wie kann ich mit weniger Zeit mehr Geld verdienen. Und das funktioniert auch für Angestellte. Und du kannst selbst mit deinem Angestelltenwissen, kannst du ein Buch schreiben vielleicht oder ein geiles Online-Produkt erstellen, was sich automatisiert für dich verkauft. Ohne wirklich selbstständig zu sein, das kannst du nebenbei Step by Step machen. Mein Appell an dich ist, hör auf, Sklave zu sein. Hör auf, Sklave zu sein. Du darfst Angestellter sein, aber du darfst dabei frei sein. Und sei bitte nicht der Sklave deines Herrschers. Und für alle Unternehmer, hört auf, Herrscher zu sein. Das sind Mitarbeiter. Die arbeiten mit dir. Das sind nicht deine Sklaven. Und leider wird es viel zu häufig so gelebt. Und deswegen gibt es Depressionen, deswegen gibt es Burnout, deswegen hast du einen hohen Krankheitsstand. Und erst wenn du als Unternehmer anfängst, diesen Mind-Change zu machen, wird sich dein Unternehmen von 0 auf 100 nochmal katapultieren. Wenn du ein genau solcher Unternehmer bist, wo Menschen hingehen aus Angst, wenn du dieses Mindset änderst, egal wie viel Einkommen du aktuell hast, es wird sich verzehnfachen. Das garantiere ich dir. Aber dazu musst du diesen Mind-Change machen. Und alle, die diesen Mindset schon mal mit mir gemacht haben, da ist genau das passiert. Dafür musst du deinen Geist vielleicht öffnen. Mind opening. Und für alle, die Bock haben, wirklich Bock haben, diese Sklaverei abzuschaffen, die ihr Mind ändern wollen, für die ist genau dieser Kanal, dafür brenne ich. Mein Name ist Marc Ogiermann und ich brenne dafür, Menschen in ihre Größe zu bringen. Ob das selbstständige Menschen sind oder Angestellte, mir geht es darum, dass du in deiner Größe bist, dass du maximal wachsen kannst. Und deswegen gibt es diesen Kanal. Und deswegen drück jetzt auf Abonnieren und lass ein Like da und schreib vor allen Dingen in die Kommentare, was du brauchst, damit du in deine Größe kommst. Und ich verspreche dir, es wird dazu ein Video geben. Bis dahin, happy life.